Servus, willkommen zurück, liebe Freunde. Ja, wir sind hier in den letzten Zügen und werden jetzt erstmal hier unseren Mähdrescher abtanken, dass der hier ja die letzten zwei Spuren dann noch abhandeln kann, dass das mit der Ernte schon mal vom Tisch ist, und werden natürlich unten gleich fleißig weiter pressen unsere Ballen. Also 3.500 Liter gehen in einen, oder gehen, passen in einen Ballen rein, so. Das bedeutet also, wenn wir zum Beispiel jetzt was mit 40.000 Litern haben, können wir da sozusagen äquivalent rechnen, dass wir 10 Ballen haben. Das spricht also dafür, dass wir jetzt gucken müssen, ob wir 10 Ballen ja auf einen Wagen kriegen. Dann wäre das effektiv. Gut, effektiv ist es natürlich von dem Punkt schon mal, wir können das Ganze ja hier zwischenlagern und jederzeit dann einstreuen. Ist natürlich ein Riesenvorteil. Beim Ladewagen haben wir halt das Problem, wir können es nirgendwo zwischenlagern, nirgendwo bunkern. So, hier auch gleich mal gucken, dass wir den Kleinkram mitschaffen. 4 Ballen haben wir jetzt schon rausgeholt. 4 Ballen, naja gut, ist noch nicht so ganz die Welt. Das wären also 14.000 Liter. Und ja, damit hätten wir natürlich den Ladewagen noch nicht voll. Aber wie gesagt, ich bin jetzt mal gespannt. Vor allem ein guter, aufmerksamer Zuschauer. Ich meine, ich habe ja eigentlich ja nur aufmerksame Zuschauer. Das muss ich ja doch mal lobend erwähnen. Hat auch gesagt, dass die Ballen hier natürlich... Oh, der ist gleich voll. Gucken. Dass also die Ballen hier vom Ursus doch kleiner sind als die Rundballen, die wir jetzt bei... So, einmal zurück. Also die Ursus-Ballen sind kleiner als die Ballen, die jetzt das Originalsystem hier anbietet. Das heißt, wir gucken mal gerade. Wir haben ja hier den Bereich Ballentechnik. Will jetzt auch mal gerade gucken, welcher da... Ladewagen, Ballentechnik. Also hier die Krone-Rundballenpresse macht größere Ballen, ne? Und kostet natürlich auch gleich 112.000. Also ich denke mal, dafür können wir das dann hier in Kauf nehmen, dass wir hier dann kleinere Ballen haben. Ja, es wird auch schon allgemeine Vorfreude angezeigt, ja, wie ich mich denn da anstelle. Zumal ja die Ballen kleiner sind, ob die also auch dann, ja, ob ich das schaffe, die auf den Wagen zu kriegen, weil, was ich so jetzt rausgehört habe aus den Kommentaren, wird das wohl auch ein bisschen schwieriger als mit den normalen größeren Ballen. Gut, wir lassen uns überraschen, ich bin da auch mal gespannt. Und ja, ihr seht aber auch trotzdem mit den Rundballen, das ist zeitlich doch ein bisschen Aufwand. Also 5 Ballen haben wir jetzt fertig. Gehen jetzt hier auf den Ballen Nummer 6 zu. So, der ist natürlich jetzt auch schon voll, das ist gut. Ja, das heißt aber auch, wir kriegen natürlich vom Volumen her in die großen Ballen doch auch mehr Stroh aufgenommen. So, aber bevor wir jetzt hier weitermachen, wollen wir erst nochmal unseren Mähdrescher abtanken. Denn, wie gesagt, ich möchte die Ernte hier fertig kriegen, dass wir uns dann wirklich nur auf die Ballen konzentrieren können. Denn wenn wir hier kontinuierlich mit den Ballen, hoppala, weiterfahren können, geht das natürlich auch noch schneller, als wenn wir zwischendurch immer das Gerät wechseln müssen. Und ich denke mal, in der übernächsten Folge ist also dann ja der Countdown zu Ende. Da geht's dann los, die Ballen zu verladen. Und dann müssen wir uns ja auch noch überlegen, wo platzieren wir die Ballen. Da bin ich ja schon überlegen, ob wir da unten nicht uns vielleicht den Gefallen tun und vielleicht irgendwo einen Unterstand oder sowas aufbauen. Dass wir die da irgendwo trocken lagern können. Denn wenn die Strohballen nass werden, dann fängt das eventuell an zu schimmeln und. Gepresst ist das natürlich nicht so die große Gefahr, aber ja, ist ja trotzdem nicht schön, wenn das feucht und modrig wird, das Ganze. Also sollten wir schon gucken, dass wir die irgendwo sauber unterbringen und lagern. So, und ja, das sind einige Spuren, die wir da abfahren müssen. So, und hier muss ich also auch beim Ernten demnächst gucken, dass wir einigermaßen gerade Spuren haben. Ich meine, das macht ja der Helfer, da haben wir eh nicht viel Einfluss drauf. Aber das, diese großen Dinge am Ende, die bringen nicht viel. Das Einzige, was uns vielleicht jetzt noch ein bisschen Zeit sparen könnte, wäre, das wäre natürlich auch noch eine Überlegung, dass wir uns eventuell noch einen Schwader holen. Und da weiß ich aber nicht, ob das mit dem Traktor funktioniert. Aber die Idee ist dann, es gibt einen schönen Frontschwader,
Wie gesagt, ich habe ja auch mit Frontstrahler gearbeitet, live. Das Video kommt auch die nächste Woche online. Ich muss es halt nur erstmal noch bearbeiten. Ist halt momentan viel, was ich hier zu tun habe, parallel zum Job. Deswegen habt ein wenig Geduld. Aber auch die Live-Aufnahmen, ich auf dem Traktor, werden auf alle Fälle für euch hier erscheinen. Und dann gucken wir vielleicht mal, ob es vielleicht irgendwo einen Frontschwader gibt. Denn dann könnten wir das natürlich hier noch etwas optimieren. Wäre ja auch eine schicke Geschichte. Und mit Frontschwader wird ja gearbeitet. Also das ist ja eine realistische Sache. Das ist jetzt nicht irgend so ein Fantasy-Mod oder sowas. Oder was Unrealistisches. Da gucken wir mal, ob es, sagen wir mal, schon direkt einen passenden Schwader gibt. Wobei ich nicht weiß, ob es den als Frontschwader gibt. Das wäre natürlich viel einfacher. Ansonsten gucken wir mal, ob es da eventuell einen Mod gibt mit Frontschwader. Ich habe da irgendwo mal einen gesehen, der also vorne zwei Kreisel hat. Wäre natürlich das Beste, dann könnten wir das in einem Arbeitsgang hier erledigen und könnten natürlich auch dementsprechend mehr aufnehmen, hätten die kleine Fahrerei von diesen, ja, Resten nicht. So, der ist auch schon wieder fertig. So, einmal ein Stückchen zurückfahren, den Ballen auswerfen und die Klappe schließen und weiter geht's. Also mit den Rundballen, das klappt ja schon mal zumindest vom Fahren her ganz gut. Das beruhigt ja dann doch schon mal etwas. So. Okay, und wir kriegen auch einiges an Ballen jetzt schon zusammen. Aber wie gesagt, da bleiben halt immer auch ein paar Reste übrig. Das würden wir natürlich mit dem Schwader vermeiden. So, und jetzt bin ich natürlich so toll gefahren. Oh, je. Nun gut. Dann nehmen wir das nach der nächsten Runde nochmal mit. Wir wollen ja hier auch ein bisschen vorwärts kommen. Ja, wie gesagt, also da überlege ich wirklich, ob wir uns nicht so einen Schwader holen. Wäre natürlich eine ganz gute Sache. Wir könnten aber, ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Geld, also ist ja jetzt nicht so. Da wäre, ja, doch, das machen wir jetzt auch. Also ich lasse jetzt hier einfach mal das Ding raus. Jetzt gucken wir mal schnell bei der Ballentechnik. Gut, da gibt's Rundballenwickler. Genau, so einen habe ich auch in Live gesehen. Als Video habe ich das aufgenommen, wie der Live diese Ballen auf dieser Maschine dreht. Das könnt ihr euch dann auch angucken, könnt ihr euch auch schon drauf freuen. So, Schwader. Was haben wir denn da für Schwader? Das hier ist also der Schwader, mit dem ich gearbeitet habe. So, das sind aber die Schwader, die werden alle nur hinten dran gezogen. Da ist kein Frontschwader dabei. Das ist blöd. Das heißt, da müsste ich dann nochmal gucken, ob wir vielleicht einen Mod haben, der einen Frontschwader draufsetzt. Gucken, habe ich den vielleicht sogar schon installiert? Schauen wir schnell mal nach. Traktoren, Frontlader, Erntemaschinen. Bei den Erntemaschinen war es nicht dabei. Ich meine, ich habe ja schon einige Mods installiert, die ich auch auf dem großen, ja, Hauptspielstand sozusagen schon mal benutzt habe. Aber da sind natürlich auch manche Sachen dabei, die ein bisschen unrealistisch sind. Aber da ist jetzt auch nochmal ein Schwader. Gemähtes Gras. Ah, nee, das sind Heuwender. Schade, das ist ein Zetter. Hier ist ein Schwader, aber das ist auch noch ein Frontschwader. Gut, da gucke ich dann nochmal, ob wir den entsprechenden Frontschwader kriegen, weil das wäre natürlich interessant. Den würde ich eigentlich auch ganz gern dann kaufen. Das mache ich dann in der nächsten Folge. Da schaue ich vorher, dass ich diesen Schwader kriege. Dann muss ich mal gucken, wo wir den finden. Denn, wie gesagt, es ist ein realistischer Mod und den können wir natürlich auch dann damit benutzen. Wenn ich weiß, wo es den gibt und ich den runtergeladen habe, werde ich auch dann, wenn ich es nicht wieder vergesse, ansonsten erinnert mich bitte nochmal dran, den Download-Link posten, wo es diesen Frontschwader gibt. Denn das ist wirklich eine sinnvolle Sache. Da können wir nämlich hier dann teilweise vielleicht sogar zwei Reihen auf einmal nehmen. Da sparen wir natürlich auch nochmal riesig Zeit mit. So, hier, der ist jetzt in den letzten Zügen. Da werden wir jetzt hier doch erst nochmal weiterarbeiten. Halt. Die Klappe sollten wir schließen, sonst nimmt er ja nichts auf. Das wäre sonst ein bisschen blöd. Das funktioniert ja dann nicht. Also jedenfalls mit den Rundballen, da bin ich ja schon mal erleichtert. Stellen wir uns ja nicht ganz so blöd mit an, ne? Also das funktioniert schon mal. Ich meine, wir könnten natürlich auch einen normalen Schwader nehmen. Da kann man natürlich auch einen richtig großen dann holen. Haben aber, finde ich jetzt wieder den Nachteil, dass wir dann wieder zweimal fahren müssen. Und wenn es sowas schon gibt und auch real gibt und ich dann hier an dem Schwad dauernd vorbeifahre, ihr seht schon, das kostet einfach Zeit. Ja.
Und kostet Zeit, kostet Sprit, kostet Geld und, naja, weiß nicht, können wir besser machen, können wir effektiver gestalten. Oder wir holen uns einfach, wie gesagt, hier einen großen Schwader. Wäre natürlich auch eine Variante, dass wir sagen, wir holen hier einen richtig großen und fahren dann hier mit dem Traktor halt mal drüber. Wie gesagt, ich gucke einfach mal, ob ich das Ding finde. Wenn ja, ist gut. Wenn nicht, dann werde ich mal hier gucken, dass wir den größten Schwader, den wir hier zur Verfügung haben, nehmen und dann damit hier schon mal Vorarbeit leisten. Ich meine, als ich da wirklich gefahren bin, die ja, Hobby- und Profilandwirte, die jetzt hier zuschauen, vielleicht doch manchmal ein bisschen den Kopf schütteln bei dem, was ich mache, werden mir das bestätigen, dass also oft erst geschwadet wird und dann einfach das Ganze eingefahren wird, weil es doch effektiver ist, als hier die Spuren 10, 12 Mal abzufahren. Hängt natürlich auch mit der Feldgröße zusammen, das ist klar. Aber ja, ich weiß es nicht, also auf der Original-Landwirtschaftssimulator-Seite habe ich jetzt gerade gesehen, gibt es den nicht. Ja, das habe ich jetzt gerade hier mal auf dem zweiten PC reingeguckt. Ja, also ich gucke nochmal in Ruhe nach, aber ansonsten holen wir dann eben in der nächsten Folge einen großen Schwader und probieren es dann damit einfach aus. Da würde ich auch sagen, bleiben wir jetzt hier erstmal stehen, denn wir werden jetzt hier nochmal das restliche, ja, die restliche Ernte des Weizens hier mit reinziehen. Dann haben wir den Hänger nämlich auch schon mal voll. So, das war's. Das fahren wir jetzt nochmal schnell ins Silo. Bringen unseren Mähdrescher natürlich wieder nach unten. Das heißt, die Ernte haben wir jetzt abgeschlossen, sind da also schon mal durch. Und haben natürlich auch hier im Silo jetzt schon einiges drin, weil wir sind jetzt auf 238.000 Liter Weizen. Und das ist ja schon mal eine stolze Hausnummer. So, und wenn wir das im Silo haben, wie gesagt, ich gucke dann bis zur nächsten Folge nochmal, ob ich irgendwo diesen, ja, Doppelfrontkreisel kriegen kann. Weil das wäre natürlich eine schicke Geschichte. Ansonsten, wenn ich den nicht auf der Original-Landwirtschaftssimulator-Seite finde, dann werden wir hier einen normalen, ja, Schwader holen. Natürlich dann, wie es unserem Status gebührt, den größten, den wir zur Verfügung haben. Denn wir wollen ja auch effektiv arbeiten und gucken, dass wir schnellstmöglich hier vorwärts kommen. So, jetzt gucken wir hier nochmal nach den Schwadern. Was wir denn da als größtes hätten. Das größte wäre dann hier der Pöttinger. Der hat 12,5 Meter. Und da haben wir natürlich richtig viel Optionen. Ja, also wenn das nichts klärt, hier mit dem Frontschwader, den ich da im Überleben habe, holen wir hier den großen Pöttinger. Und ja, den können wir später sowieso benutzen. Ich überlege jetzt gerade. Nee, dann machen wir das anders. Wir kaufen den jetzt hier sofort. So, den holen wir uns. Denn mir ist gerade eingefallen, wenn wir später Mischrationen machen, haben wir ja auch das Problem, dass wir ja Heu brauchen. So, und das Heu läuft ja in dem Punkt so ab, dass wir Gras mähen, das Gras einmal zettern, also wenden, und dann müssen wir daraus ja auch wieder Schwade bilden. Und um diese Schwade bilden zu können, brauchen wir ja dann auch einen großen Kreisel, ansonsten fahren wir uns da ja wieder einen Wolf. Deswegen werden wir uns jetzt hier gleich den großen holen. Im Moment haben wir das Geld dafür. Es kommt ja auch bald wieder gutes Geld in die Kasse. Denn wir haben das mit der BGA vor uns, wo wir Geld kriegen. Wir haben hier die Ernte, die wir noch gut verkaufen können. Oh, ich sollte nicht nur auf den Timer gucken, sondern auch ab und zu dahin, wo man hinfährt. So, und hier ist dieses Monster. Und das werden wir uns jetzt einfach hier dann, ja, zu Gemüte führen in der nächsten Folge, das Kerlchen. Und werden dann, bevor wir da mit der Ballentechnik weitermachen und die Rundballen pressen, gleich mal hier den großen Schwader ausprobieren. Ich denke mal, da haben wir natürlich auch einen Zeitvorteil. Wir fahren natürlich so direkt, aber wie gesagt, es kostet viel Zeit, immer so die restlichen Fitzelchen da alle abzuarbeiten. Und das werden wir in der nächsten Folge dann einfach umgehen, indem wir erstmal hier schwaden. Und ich bin noch mal gespannt, wie der Schwader funktioniert. Wir klappen das majestätische Monster schon mal auf. Und jetzt guckt euch mal an, was der für eine Arbeitsbreite hat. Ja, also das ist ja schon mal Wahnsinn. Also das will ich jetzt auch ganz schnell noch mal schauen.
Denn, ja, ich wollte nicht hochspringen, einsteigen, du Nase. So, den fahren wir jetzt erstmal ein Stück zurück hier, den Kollegen, dass wir da Platz haben. So, und den bringen wir noch in Position, weil mich interessiert es jetzt doch noch, ich kann das jetzt echt nicht abwarten, einfach mal, boah, sehr groß hier, Baby, einfach mal zu sehen, wie viele Bahnen der denn in der Lage ist, jetzt hier abzuarbeiten. Ich gehe ja fast von aus, dass, also zwei schafft er auf alle Fälle hier. Ja, also die zwei schafft er auf alle Fälle. Und das heißt also, wir halbieren die Zeit und haben einen sauberen Schwad, den wir direkt dann entsprechend abarbeiten können. Ich glaube, das lohnt sich. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bin gespannt und freue mich drauf, dass ihr oder wenn ihr auch da wieder mit dabei seid. Ich gehe ja mal schon fast voraus, nachdem die Vorfreude so groß ist, wie ich mich mit den Ballen anstelle. Und sag danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.